Minecraft Beyond. Und schon wieder habe ich vergessen, das Mikrofon vor meine Nase zu machen. So, aber diesmal habe ich es dann noch rechtzeitig gemerkt. Wir sind mal wieder auf dem Multiplayer-Server und ihr seht schon im Hintergrund, wenn ihr mich regelmäßig verfolgt, ich habe etwas an meinem Haus gebaut. Ja, da gehen wir einfach mal rein. Das sieht schon recht cool aus. Hier habe ich mir Maulo Berry Bush von Mephisto 2051 geklaut. Ja, die Enderlilies werde ich umplatzieren. Die kommen jetzt hier an das vordere Ende. Wenn die so einfach zwischendrin sind, sieht es nicht ganz so gut aus. Dann ja, gehen wir einfach mal rein. Hier habe ich eine Türe mit Obsidian Pressure Plates hingemacht. Das heißt, da können bloß Spieler durch. Das laggt aber ein bisschen, wenn ich da durchgehe. Da habe ich ein bisschen Kisten hin. Ja, habe hier mal ein paar Säulen reingepflanzt. Bett steht da, Arbeitstisch steht da. Die Treppe habe ich auch umgebaut, dass die breiter wird. Und dass das hier oben auch relativ gut aussieht. Und dann haben wir hier eben unseren Balkon. So viel ist gar nicht da. Da werden wir aber dann schon noch irgendwann irgendwas reinmachen. Muss ich aber ehrlich sagen, so viel Priorität möchte ich da jetzt gar nicht drauf legen, sondern wir möchten... Den Tempel muss ich natürlich auch irgendwann noch weiter bauen. Hier möchte ich jetzt ein bisschen bauen. Habe ich nämlich ein bisschen was vorbereitet. Hier kommt... Ah, guck, hier ist die Axt. Habe ich nämlich schon gesucht. Hier kommt... ein neues Gebäude hin. Was wir brauchen im weiteren Verlauf des Let's Plays. So, da nehmen wir mal gerade ein Builderswand und klatschen da noch eine Reihe drauf. Und dann bräuchten wir eigentlich ein bisschen Sandstone. Holen wir mal schnell. So, ich möchte hier nämlich ein Gebäude bauen. Welches wir brauchen, also wir brauchen nicht unbedingt ein Gebäude dafür, das könnten wir auch irgendwo anders reinmachen. Aber ich möchte hier ein kleines Städtchen aufbauen. So, die ist leer, passt sogar. Und deshalb, weil ich hier eine Stadt aufbauen möchte, möchte ich auch ja, verschiedene Gebäude haben. Nein, jetzt haben wir wirklich ein zu wenig. Eigentlich brauchen wir zwei. Wenn wir ehrlich sind. So, weil ich hier eben, wie gesagt, verschiedene Spezifikationen in meinen Gebäuden haben möchte, baue ich mir hierfür ein neues Gebäude. Dieses Panel, das sehe ich gar nicht richtig. So. Wir nehmen einfach mal den hier. Okay, das ist so ein Block. Ja, der passt eigentlich. Wir machen erstmal hier alles zu. Ich habe noch nicht verraten, um was es geht. Also weshalb wir hier ein neues Gebäude bauen. So. So hoch reicht. Und dann kloppen wir da noch ein paar Fenster rein. Zum Beispiel da. Und da. So, das soll auch schon reichen, denke ich.
So. So viel dazu. So, und jetzt werde ich euch sagen, wofür dieses Gebäude sein wird. Ich mache mir hier gerade mal ein Crafting Table. Eine Station natürlich. Wir müssen ja nicht unbedingt schlechter bauen, wie wir es eigentlich hatten. So, in dieses Gebäude kommen jetzt Maschinen, die für dieses Gebäude hier und alles Mögliche, was damit zu tun hat, die wir dafür brauchen. In dieses Gebäude sollen unter anderem Rolling Machines rein und alles, was wir für den Gleisbau brauchen. Und deshalb, ja, also Rolling Machines hauptsächlich. Ein paar Solarzellen, ein paar Capacitor Banks, dass wir da auch Strom haben. Das Komische ist, diese Türe... Ah, das ist eine andere, gell? Ne, das ist die gleiche wie drüben. Diese hier leckt nicht, die drüben leckt. Das ist ein bisschen komisch. Also, wir brauchen zuerst ein paar Capacitor Banks. Oder zumindest eine. Capacitor Bank. Okay, da brauchen wir noch ein paar von den anderen Dingern. Gold, Kupfer und Redstone. Ups. So. Redstone-Blöcke brauchen wir auch noch. Warum kann ich nur zwei... Achso, ich habe nicht mehr Gold Nuggets. Eisen haben wir auch nicht. Nein. Hä? Ist ja doof. Zombiefleisch weg. Kartoffeln lassen wir da. So, Eisen. Redstone Block. Ne, Moment, ich will ja die hier noch ein paar Mal haben. So, und dann Redstone Blöcke. Drei Stück ist schon mal eine Anzahl. Damit können wir arbeiten. Gut, dann habe ich, was habe ich gesagt, was wir noch brauchen? Solarzellen, Rolling. Rolling Machine oder jetzt bin ich gerade überfordert. Rail. Ach, diese Dinger hier müssen wir. Metal Rolling. Powered Rolling Machine. So baut man die. Genau, Metal Rolling heißt die auch. Aber wahrscheinlich braucht die... Ah ja, die ist manuell. Und die andere ist mit Strom. Gut, also die hier brauchen wir. Dazu brauchen wir 4 Pistons, ein Crafting Table und Steel Gears. Eisen und Stahl. Ah, Reinforced. Oder? Nee. Nochmal. Rolling. Okay, wir nehmen doch die. Muss ich gerade mal gucken, wie wir das am doofsten machen. Mhm.
Ich weiß, dass wir ein bisschen Stahl haben, weil... Lass uns gerne... Warte mal. Steel. So, jetzt. Therma Steel, Mana Steel, Electrical Steel, Dark Steel, Steel Ingot. Molten Steel. Und wie kriegt man das? Indem wir einen Stahl einschmelzen. Haha. So, ich weiß, wir haben, müssten eigentlich noch ein bisschen von diesen Stildingern haben. Oder beziehungsweise wir hatten davon welche. Hier, Electrical Steel. 20 Stück, aber so viel ist das ja nicht. Huhu. Das heißt, wir brauchen Stahl. Hier. Also Eisen, Coal Dust und Silikon. Dann nehmen wir doch einfach mal hier ein bisschen Kohle raus. Ein Stack hätte ich trotzdem gern. Silikon brauchen wir ein Stack und ein Stack Eisen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich einfach so das zerstört. Brauche ich Coal Dust? Ja. Okay, der macht das nur da rein. Das soll mir recht sein. Und er fängt an. Das ist gut. Okay, gut. Den Stahl, den produzieren wir jetzt. Dann brauchen wir Rolling. Ich habe mal durchgezählt, wie viele wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen 4 oder 5 Stück, um überall die gleichen Rezepte drin zu haben. Haben wir hier Holz? Nö. Hier haben wir Holz. Was 16? Machen wir 20. Dann haben wir 5 Stück. So. Dann brauchen wir auch 20. 20 Zahnräder. Hab richtig gerechnet. Das heißt, wir brauchen 80 Stahl. Uah. So viel habe ich jetzt gar nicht gedacht. Im Moment, wir machen hier mal doppelte Produktion. Dann geht es nämlich schneller. Logischerweise. Nochmal 30. Zack. Nein. Warum platziere ich da Wolle? Was soll denn das? Nein. Ach so. Nein, wir brauchen viel mehr. Wo ist denn das jetzt schon wieder hin? Ah, hier haben wir da noch. Nein, Electrical Steel geht gar nicht.
Das ist nicht wahr. Och. Oh, wie kann man das hier? Ach, das ist ja doof. Der Electrical Steel ist nicht der gleiche Steel. Ach, das ist doof. Das mag ich jetzt gar nicht. Überall brauche ich dieses komische Buch. Auch dieses Buch. Ach komm schon. Moment. Gear. Oh, das ist jetzt aber so ein ganz klein wenig schlecht. Jetzt mache ich hier lauter Electrical Steel und das geht nicht. Mann. Und wenn ich die hier mache. Nee. Das will ich doch gar nicht. Nee, ich will das nicht. Ich will diese hier. Wie heißt denn der Blast? Blast Furnace. Blast Furnace. Gott. Ach, das macht jetzt mein ganzes Konzept so ein bisschen kaputt. Ich wollte nur so einen einfachen Blast-Dings da haben.
geht einfach nicht. Toll, jetzt heul ich hier rum. Steel Gear. Ach, mit dem hier kann ich das einfach verdoppeln. Okay. Nee, ich kann das damit... Hä? Ich check das nicht. Warum? Ich muss doch hier irgendwie an das hier rankommen. Wenn ich das nicht craften kann, wie soll ich denn dann Steel kriegen? Aber wie kriege ich das? Das ist übelst schlecht. Ja, hier, Steel Blend. Steel Dust. Aber das kriege ich halt nur, wenn ich das vorher... Ich will ja wissen, wie ich das kriege. Das kriege ich nur, wenn ich das crushe. Aber das ist doch doof. Molten Steel. Ich bin überfordert und ich habe keine Ahnung. Das ist immer das Beste für ein Let's Play. Ja, Blast Furnace gibt's. Aber wie wird er hier aufgebaut? Ist es ja auch ein Multiblock? Metal Former. Och Gott, wir müssen in so Zeug einsteigen. Das will ich gar nicht. Aber das werden wir wohl müssen in der nächsten Folge, hoffe ich. Eine andere Wahl haben wir gar nicht. Also wir müssen einen Metalformer bauen, dann müssen wir uns Zeug bauen. Und ich werde mich informieren, ob wir den Blast Furnace als Multiblock bauen müssen. Solange, ja, haben wir eigentlich keine andere Wahl. Und ja, ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Interessant war es, glaube ich, diesmal nicht so wirklich, weil wir einfach keinen Stahl herstellen können. Und von dem her konnten wir auch nicht das bauen, was wir wollten, nämlich ein weiteres Gebäude. Das Gebäude habe ich zwar halb gebaut, aber da fehlt eben noch viel. So, und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Minecraft Beyond. Danke. Ciao.